Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück in RemWorld. Ja, nach einem kurzen Intermezzo, da ich mir doch noch zu später Stunde doch so einen leckeren Kaffee gemacht habe. Ja, ich trinke Kaffee, ich weiß, manche werden mich verfluchen, manche würden sagen, hey, kenne ich, ist doch total normal. Habe ich doch schon mal angefangen, ein bisschen die Räume zu verbessern. Also erstmal hat unsere nette Isolda auf jeden Fall jetzt auch ihren eigenen privaten schönen Raum. Und Sandsteinblöcke werden noch benötigt, wo wir keine mehr von haben. Sehr schade. Dann würde ich sagen, dann geben wir hier doch direkt wieder mal einen Betrieb, dass wir für immer Sandsteinblöcke herstellen müssen. Und ich hätte auch gerne Sandsteinblöcke. Bitte, bitte. So, das geht in Arbeit. Ja, ihr seht schon, es wurde ein bisschen hier abgegrast, das ist okay. Wir wissen ja jetzt, dass wir durch Baumwollpflanze halt nur mal Stoff gewinnen. Ist auch sehr interessant und habe halt letzten Endes halt hier einfach mal ein bisschen Teppich hingelegt. Also grünen Teppich, cremefarbenen Teppich, roten Teppich, blauen Teppich. Und dann wollen wir doch gleich mal gucken, hier hinten noch ein bisschen grauen Teppich, wie dann die Leute darauf reagieren. Natürlich mit einem wunderschönen Sandsteintisch. Und ich dachte mir eigentlich auch, weil wir dann auch noch 1500 Stoffe haben, werden wir dann einfach mal dann in den Möbeln vielleicht noch so einen schönen Stoffsessel hier bauen. Nicht aus Teufelsgarn, sondern wirklich aus Stoff, damit es auch dann auch was Gemütliches ist. Machen wir auch in aller Ruhe doppelt gemoppelt, damit es auch wirklich nach etwas aussieht. Ich denke mal, das wird den Leuten dann je nachdem auch gut gefallen. Ich bin neugierig. Und lass mich da doch einfach mal überraschen. Wird uns natürlich einiges an Stoff kosten. Wir werden wahrscheinlich nicht jeden Sessel jetzt komplett einmal fertig bekommen. Und habe natürlich auch jetzt mal so ein bisschen durcheinander gebaut. Natürlich hier noch ein paar schöne Pflänzchen rein. Und wollen wir doch einfach mal gucken, was das dann so alles im Endeffekt gibt. So, 100% gewachsen. Was ich auch noch machen wollte, ist, ich wollte doch, dass sie hier, die ist ja auch eigentlich ganz okay in der Landwirtschaft, dass sie auf jeden Fall hier auch in der Landwirtschaft mithilft. Ansonsten Trägerreiniger ist sie überhaupt gar nicht, Handwerker hat sie alles nichts mit am Hut. Dann soll sie sich auf jeden Fall doch mit dann um die Landwirtschaft kümmern, damit hier auch fleißig weiter abgebaut wird. Hosen und Hemden stelle ich her. Meisterlich, übel, überlegen, gut, okay, normal, natürlich das Handwerk spielt damit eine Rolle. Und will doch mal eben kurz gucken, können wir irgendjemanden hier kontaktieren? Ne, es ist kein Schiff leider in der Nähe, hier bei uns am Planeten. Das sieht soweit hier gut aus, innen drin ist es immer noch 10 Grad und wir müssen doch langsam aber sicher mal wieder ein bisschen jagen gehen. Deswegen werde ich die Mia jetzt mal losschicken, denn wir haben kaum noch Nahrung, weil uns das Fleisch fehlt. Und wenn ich das so richtig sehe, dann sieht das auch nicht gerade sonderlich toll aus, was unsere Nahrung angeht. Ich meine natürlich, das ein oder andere Tier verläuft sich hier. Oh, da haben wir noch einen Warg. Oh, da haben wir einige Wargs. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, so ein Warg ist nicht unbedingt so das Beste, ne? Was man sich wünscht. Ich meine, wir könnten natürlich auch die Waage jagen gehen. Aber ich bin da eher doch schon so eingestellt, dass wir sagen, nee, wir nehmen halt hier diese 0815-Tierchen, weil die bringen ja auch letzten Endes auch genug Fleisch für uns. Aber so wie ich das sehe, sieht das nicht gut aus. Hm? Ich glaube, wir müssen da doch mal eine große Jagdaktion dann starten mit Sunny und Co. Was habe ich noch gebaut? Lasst mich nicht lügen. Wie ihr seht, hier oben der Raum ist eigentlich ziemlich schön groß geworden. Also ich habe zweimal ein doppeltes Drogenlabor gebaut mit Werkzeugschränken. Ein Werkzeugschrank gilt halt für einen Arbeitstisch, damit halt die Arbeitsgeschwindigkeit um 6% erhöht ist. Er kostet uns ja nur 200 Stahl. Haben wir ja genug von gehabt, deswegen habe ich das hier einfach mal so schön aufgebaut. Natürlich noch ein bisschen mit Licht reingebracht. Wir haben zweimal zwei Kochnischen. Und noch einmal dann den Schlachttisch. Da können wir auch machen. Tu doch mal bitte hier die ganze Zeit Kreaturen schlachten. So oft wie du möchtest. Wir haben natürlich immer noch hier unsere Assault Rifle Ding. Wir haben 21 Bauteile, die werden wir erstmal behalten. Hier unten haben wir selbstverständlich zweimal unsere Nähmaschine. Und natürlich auch wieder mit zwei Werkzeugschränken, falls beide gerade in Benutzung sind. Und so sieht es erstmal aus, so läuft es.
Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist hier mit dem orbitalen Funkfeuer. Da müssen wir warten, bis dann auch wieder mal ein Schiff vorbeikommen sollte oder möchte. Dass wir nämlich dann nochmal handeln können. Und ich habe nämlich, lass mich nicht lügen. Oje, sehe ich das überhaupt von hier? Genau, hier. Und zwar unter dem Mais ist hier die Lampe. Das ist die Lagerzone. Irgendwo hier mittig müsste ich es doch reingestellt haben. Genau, hier habe ich nämlich auch ein orbitales Funkfeuer reingelegt. Ich habe ihm noch nicht gesagt, dass er ein Lager erzeugen soll, sondern ich bin eigentlich darauf gespannt, ob er das Lager selbst jetzt erkennt. So, dass er direkt hier die Grundnahrungsmittel dann erkennt, wenn dann auch ein Schiff dann da ist. Dass er dann sagt, okay, alles klar, komm hier, ich erkenne das und wir können dann die ganzen Materialien dann auch verkaufen. Und lass mich da jetzt ehrlich gesagt wirklich dann einfach mal überraschen. Es ist wirklich echt nett gemacht. Zerrissene Kleidung haben wir leider immer noch, da müssen wir so und so mal gucken. Sunny, Aura und Hannah. Wenn wir da mal gucken im Inventar, dann sollte es das T-Shirt sein, was sie jetzt ehrlich gesagt ein bisschen stört. Aber ich denke mal, das kriegen wir dann auch noch hin. Gerade Teufelsgarn. Aber da wollte ich so und so mit euch jetzt nochmal gucken. Und zwar, lasst mich nochmal gucken, ein sehr strapazierfähiger Stoff aus Mikrofasern, die aus den seidenproduzierenden Teufelsgarnpilzen gewonnen wurde. Sehr zäh, aber isoliert nicht besser als Stoff. Das heißt, er hält im Grunde genommen länger. Die Verfallsrate ist 3.0 am Tag oder so. 3.0 am Tag, dann geh mal bitte in den Stoff rein. Die Verfallsrate ist hier 4.0. Wie schnell dieses Objekt im Freien, besonders bei Regen, seine Haltbarkeit verliert. Ja, einfacher Stoff, gewebt aus organischen Fasern. Also ist der Teufelsgarnstoff auf jeden Fall eine Bereicherung, später dann im späteren Spielverlauf, gerade für Anziehsachen und Co., würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil er sich halt sehr lange hält, also länger als halt der normale Stoff. Und da wir so einen so normalen Stoff benötigen, passt das schon. Ansonsten würde ich sagen, läuft das ganz gut. Wir können natürlich hier auch, Aura, was machst du denn gerade? Du willst hier Sachen wieder transportieren. Ich bin dafür, dass du hier bitte doch mal, auch wenn du vielleicht dann nachher wieder Hunger hast, hat rohe Nahrung gegessen. Ne, dass wir das da alles so hinkriegen hier. So, wir sind ja schon wieder auf der Jagd, also es sollte auch klappen. Da müssen wir mal gucken. So, die Gebäude sehen meiner Meinung nach schön aus. Wir gehen jetzt mal gucken. Der Eindruck ist durchschnittlich, der Reichtum ist mittelmäßig, der Freiraum ist mittelmäßig, das Aussehen ist neutral und die Sauberkeit ist sauber. Also Mias Schlafraum, und so verhält es sich dann, denke ich, auch mal bei den anderen Sachen. Okay, man könnte natürlich jetzt noch ein paar Sachen halt verändern. Wir haben nämlich noch ein Holzbett hier stehen. Ich denke mal, das werden wir mal abreißen und Stück für Stück hier auch andere Betten hinstellen. Ich würde jetzt sagen, wir bauen die dann mal aus Granit, weil davon haben wir jetzt einiges. Da werden wir jetzt einfach mal in die Möbel reingehen. Sandsteinbetten machen wir aus Granitblöcke. Und dann sollte das dann auch schon besser laufen. Zorro hat sich vollständig erholt. Ja, wunderbar. Zorro war nämlich unser Panther. Oh, und schaut euch das an, wie viel wir haben. Wahnsinn. Also da kommt jetzt eine richtige Masse. Wir brauchen eigentlich mehr Träger, ne, wenn ich das richtig sehe. Aber also, sobald die Sachen einmal eingelagert sind, läuft das schon. Aber echt schon vier Leute, die sich hier um die ganzen Felder kümmern, finde ich, ist prima. So verlieren wir echt wenig Zeit. Und Hiroto ist natürlich wieder fleißig am Basteln. Genauso wie der Rest hier. Jawohl, die Aura, die kümmert sich in Ruhe da um unsere Medizin. Ja, also im Grunde genommen läuft alles so ziemlich nach Plan. Und würde schon fast behaupten, bis auf ein paar Kleinigkeiten haben wir das Spiel eigentlich so gut wie es geht schon gemeistert. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt lügen. Es gibt auch noch ein paar Sachen, um die ich mich jetzt noch nicht gekümmert habe. Aber da fehlt uns einfach noch die Technologie und um die werden wir uns auf jeden Fall auch noch kümmern. Auch dachte ich mir jetzt einfach mal, machen wir es erstmal schön. So. Dasselbe Spiel machen wir hier oben.
Und natürlich auch mit den anderen Betten. Wir haben schon 21 Uhr, sollten wir aber hinkriegen. Also, und dann gibt es hier nämlich dann auch nochmal ein Bett. Hiroto, komm rein. Jawohl. Dann machst du wunderbar. Und dann wird hier auch nochmal bitte ein Bett hingestellt. So, ja, die ersten Leute schlafen schon. Jetzt haben zwei Personen keine Betten. Das geht natürlich ein bisschen auf die Moral, ist aber halb so wild. Da können wir auch hier sagen, hör mal, ihr seid so lange erstmal keine Gefängnisse. Und dann können die Leute sich auch da schlafen legen. Das sollte eigentlich das kleinste Problem werden. Und sobald sie wieder wach sind, dann über die Nacht, da können wir ruhig mal ein bisschen Speed geben. Dann können wir das mal eben umstellen, damit die Leute auch wirklich ein modernes und schönes Zimmer haben, damit sie dann auch etwas in der Moral dann gestärkt werden. Das ist mir wichtig. Ja, wir haben 26 Medizin, das läuft schon mal wunderbar. Die Aura ist wirklich sehr fleißig. Ich habe schon gesehen, auch anhand unserer Arbeitssachen, dass sie auch alleine angefangen hat zu arbeiten. Und Sunny stellt fleißig die Blöcke her, das finde ich auch super. Denn dann gibt es nochmal sehr schöne, helle Sandsteinblöckchen. Das finde ich prima. So, dann lassen wir sie erstmal in aller Ruhe alle wach werden. So, und dann würde ich nämlich sagen, gibt es nämlich das große Kommando dafür, dass wir nämlich dann Sachen abreißen. Ja, und hier wird auch nochmal abgerissen. Das Bett habe ich schon verändert. Die Betten werden wir so lassen aus Holz. Aura ist auch noch am Schlafen. Werden wir dennoch das Kommando geben. Die kann sich ja auch meinetwegen woanders hinlegen. Dann will ich doch hoffen, dass uns jetzt nichts dazwischen kommt. So, das heißt, hier wird ein normales Bett reinkommen. Jawohl, hier kommt noch das Bett rein, hier kommt das Bett rein. Das sieht doch richtig gut aus. So, hier kommt noch das Bett rein. Und hier unten ein Doppelbett, auch aus Granitblöcke. Zack, zack. Da machen wir hier so ein schönes Doppelbettchen, ne? So, ein Sklavenhändler nähert sich. Das ist wunderbar, da können wir nochmal handeln, oder? Können wir? Ja, wir dürfen nochmal handeln. Da würde ich doch direkt sagen, mir, auch wenn du keine sozialen Kontakte hast, geh doch mal handeln. Gib vielleicht schlechtere Preise, aber wir haben ja an für sich genug bei uns im Lager, wo wir sagen könnten, hey, das könnte was für dich sein. So, dann wollen wir doch mal gucken. Er hat Bauteile. Ne, hat er nicht. Wir haben Bauteile. Er möchte unsere Nahrung kaufen. Die Medizin will er kaufen. Da haben wir natürlich einiges. Geld bräuchten wir auch. Er hat ein Energieschild im Gut. Splittergranaten. Die Pistolen brauchen wir nicht. Die können wir verkaufen. Genauso wie die Schocklanze. Die gibt einen sehr guten Preis und wir brauchen das Geld. Und die Splittergranaten, würde ich sagen, verkaufen wir auch. Ne? Wir bleiben erstmal bei unserem Zeug so. Ich meine, die Splittergranaten sind sehr interessant, aber... So, dann machen wir es erstmal so. Aber das ist, glaube ich, dann irgendwie für später, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, und dann wird hier erstmal fleißig gebaut. Wir bräuchten noch ein Granitbettchen für hier. So, und dann sollte das laufen. Wir haben 730 Granitblöcke. Also, es gibt auf jeden Fall genug zu tun. Und Hiroto sollte das auch an für sich heute noch schaffen. So, da können wir nämlich auch direkt hier gucken, wie sieht's hier aus. Ja, schau mal, der Reichtum alleine durchs Bett, ne? Also ich meine, der Freiraum ist mittelmäßig, das ist meiner Meinung nach okay. Es ist leider ein bisschen verschmutzt, weil hier noch keiner gewesen ist. Der Eindruck ist durchschnittlich, da müssten wir vielleicht irgendwie noch besondere Sachen halt hier hinlegen. Aber der Reichtum ist fast reich und ich denke mal, das wird den Leuten sehr gut gefallen. Dann können wir auch gleich mal dann gucken, wenn er das erste Bett aufgebaut hat, was es dann eigentlich für ein Punktemittelmaß dann gibt. So, eine Schweinegruppe bleibt. Okay, eine Schweingruppe bleibt. Was heißt das denn? Eine Gruppe im Stich gelassener oder verwirrte Tiere der Gattung Schwein haben es zum Ort springen. Ach so, das sind sogar unsere. Das finde ich ja herrlich. Das finde ich sogar richtig gut. Hör mal, pass mal auf. Das können wir nämlich jetzt gleich dann auch direkt mal testen, wenn wir mal ein bisschen von der Geschwindigkeit runtergehen. Und zwar unsere Tiere. Das Schwein. Das können wir hier einmal komplett alles beibringen. Genauso wie unsere Sau. Zorro hat so und so alles. So, die Gebiete verwalten. So, ich hätte jetzt gerne Gebiete verwalten. Und zwar das Tiergebiet 1. Ein neues Gebiet.
ein neues Gebiet. Umbenennen. Invitieren. Ach nee, okay. Nee, doch. Doch, Gebiet 2. Das war hier. Gebiet 2 brauchen wir nicht. Wir brauchen ein neues Tiergebiet. So, wie kann ich das Tiergebiet jetzt hier anpassen? Lass mal gucken. Gebiete verwalten. Ja, Tiergebiet 2 ist ja okay. Aber wie kriege ich dich kleiner, größer, wie auch immer? Weil ich würde mich freuen, wenn die Tiere bei uns bleiben. Warte, neues Tiergebiet. Nee, so geht das nicht. Zone und Gebiete vielleicht? Arbeitsgebiet. Definiert Bereiche, in denen man Kondition zuweisen kann und beschränken ja Arbeit und Bedürfnisse auf ein Gebiet. Wie kriege ich das hin, dass die Tiere bei uns bleiben? Ah, Tiergebiet 1. Ach, wir können die ein- und ausschalten. Ja, das ist wunderbar, aber nicht die Größe, ne? Okay, dann bleiben alle im Tiergebiet dort. Das Arbeitsgebiet ist in der Heimat und Tiergebiet 1. Schade, das hätte mich halt jetzt noch gefreut, weil dann hätte ich jetzt gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt so eine kleine Schweinezucht. Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert, vielleicht mache ich auch gerade was falsch und würde die halt jetzt hier oben reinsetzen. Ne, so schön eingezäunt oder so, das wäre echt eine schöne Sache. Also, das würde mir gut gefallen. Nun gut, ja, alle legen sich irgendwo schlafen, ungewöhnlich, aber nun ja, und ich denke mal, Hiroto wird dann, ja, jetzt in der nächsten Zeit dann endlich mal anfangen, hier den Rest zu bauen. Ich glaube, der wird aber dennoch erst anfangen, die Sessel zu bauen, wenn ich das richtig sehe. Aber müssen wir mal gucken. Dann werde ich Ihnen dann gleich direkt vorschlagen, dass er dann doch bitte erst sich um die Betten kümmern soll. Ja, alles auch ein bisschen leicht verschmutzt, halb so wild. Jawohl, die Handelskarawane zieht weiter. Dankeschön nochmal für Silber. Und dann gucken wir doch mal, was das dann wird. Da hinten wurde noch gebastelt. So, das hier sieht wunderbar aus, also bin ich ganz stolz drauf. Wir bräuchten aber im Grunde genommen ein paar mehr Träger. So, der Hiroto ist wach geworden, der wird jetzt erstmal futtern. Und ich denke mal, dann wird er etwas für seine Freizeit tun. Nö, er geht direkt an die Arbeit, jetzt können wir auch direkt mal gucken. Fast reich. Achso, hat er direkt einfach jetzt so angefangen. So, der Reichtum ist bei 1300 und so ein Sessel gibt uns dann... Wow. 300 Punkte für einen schönen Sessel. Das ist, ja, wow, nicht schlecht. 200 Punkte. Okay. So, Vorratskapsel. Lass mal gucken. Was ist denn dabei? Faultierfell. Okay. Nehmen wir natürlich gerne. Wir haben neue Tiere. Jawohl. Dann nimm doch die hier mal. Nimm die hier mal. Ihn lassen wir erstmal in Ruhe. Da werden wir dann vielleicht dann später große Jagd machen. Waschbären können wir erlegen. Was? Kleiner Nervenzusammenbruch. Ich will es nicht hoffen. Achso, da liegen die Roboter jetzt, ne? Oh, und Biber. Ich glaube es ja nicht. Biber. So, lass mal gucken. Eine ganze Gruppe. Das ist natürlich wieder... Ah, ihr wisst, was das heißt, ne? Okay, wir werden vorsichtshalber jetzt mal speichern. Falls doch irgendwas passieren sollte, wenn ich jetzt sage, okay, hör mal, ne, geh mal auf die Biber drauf, weil das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ich denke mal, die Eve, die wird dann auch gleich mitmachen, sobald die Felder bestellt sind. Dann werden, denke ich mal, beide auf die Jagd gehen. Ja, nee, sie ist gerade noch am Kochen. Das ist aber auch okay, weil, ja, sie hat Kochen ganz weit oben. So, dann stellt man schön fleißig mehr her. Das sieht nämlich soweit ganz gut aus. Boah, der Hiroto, ne? Der muss ja eigentlich so am Ackern sein. Hier, die Anzeige braucht man nicht mehr. Ja, Konstruktion hat er schon auf 16. Das ist schon Wahnsinn. Oh, hat heute das Maximum gelernt. 4000. Weiteres Lernen, um den Faktor... Achso, um den Faktor 20% zu verringern.
Ach, so ist das. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, okay. Alles klar. Aber dass die an Punkte verlieren, finde ich, ist halt, ist wirklich eine unschöne Sache. Ich weiß nicht, warum man das nicht einfach zur Perfektion weiter aufleveln kann. Vielleicht damit die Leute nicht so wahnsinnig stark werden, dass einer eine Konstruktion hat, ich sag jetzt mal von 30 Punkten und dann mal eben so einen Generator in einer Sekunde dann aufgestellt bekommt oder so. Ich finde das System eigentlich sehr toll, so dass du halt bei deinem Handwerk dabei bleiben musst, wenn du es dann wirklich auch perfektionieren möchtest, ne? Ist halt nur schade für den guten Hiroto, weil, ja, weil bald hat er ja alles gebaut. Vielleicht schafft er es ja noch auf 16, zumindest auf 17, müssen wir mal gucken. Aber das würde ich sagen, sehen wir dann das nächste Mal. Also, bis dahin.